Ich begrüße hier beim MTM-Blog Wolf-Dieter Jacobi, den Fernsehdirektor des MDR. Herzlich willkommen. Hallo, schönen guten Tag. Wir hatten gerade zum Podium das Thema Produktionsvergabe. Der MDR hat seit gut einem Jahr oder etwas mehr seit einem Jahr die Produktion öffentlich ausgeschrieben, in einer bestimmten Größe. Und da hat, sage ich mal, einen Schritt nach vorne innerhalb dieser Produktionsvergabe gemacht. Warum haben Sie sich für diesen Schritt entschieden? Zum einen ist es ja ein Schritt, der freiwillig ist. Also wir müssen ja Programmleistungen, Programmaufträge jetzt nicht in Verfahren reingeben, aber wir wollten halt auch die Chance nutzen, aus dieser großen Produzentenlandschaft auch möglichst viele Ideen aufzugreifen, sie zu animieren, sich auch zu beteiligen an diesem Angebotsverfahren und eine größere Breite und Vielfalt herzustellen, aber auch eine Transparenz bei der Vergabe. Und das waren so unsere Zielstellungen und für uns ja auch Neuland und waren schon sehr spannende Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wie kann ich mir denn diesen Prozess von der öffentlichen Ausschreibung bis zur Produktionsvergabe letztendlich vorstellen? Also wir haben zwei verschiedene Wege auch gewählt, auch zum Ausprobieren. Bei einer Produktion, Tatort Thüringen, haben wir quasi im Internet veröffentlicht, dass wir für dieses Thema Tatort aus Thüringen halt Ideen und Produzenten suchen. Da gab es dann von 80 Produzenten Vorschläge, über 100 Angebote, Stoffe. Und das war natürlich ein riesiges Volumen, mit dem wir niemals gerechnet hatten. Und es war auch nicht leicht, dann da wirklich dann im Gewinner zu küren. Wir haben einen speziellen Kriterienkatalog, nachdem wir Produzenten und Angebote bewerten. Und immer verschiedene Redakteure oder auch Herstellungsleiter, die dann die Angebote sichten, dann nach einem bestimmten Notensystem in bestimmten Kategorien dann zu einem Ergebnis kommen und dann werden auch nochmal mit den Besten Gespräche geführt und danach gibt es dann eine Entscheidung. Das war also das ganz große Verfahren, was entsprechend natürlich auch viel Arbeit gemacht hat. Das andere Verfahren ist, dass wir in der Regel mit mindestens drei Produzenten arbeiten, also vorab auch nach bestimmten Kriterien auswählen, welche Produzenten passen zu welchem Thema oder auch zu welchem Stoff, zu welchem Format, gerade auch aus der Region. Und die werden dann halt gebeten, da mitzumachen. Das ist natürlich freiwillig und wenn sie mitmachen, dann haben sie halt eine ganz gute Chance, dann auch so einen Auftrag zu bekommen. Sie haben vorhin schon gerade die Transparenz erwähnt, die ja doch umstritten ist. Wie versucht denn der MDR, Transparenz zu schaffen? Also zum einen ist natürlich dieses Angebotsverfahren ein Versuch, auch mehr Transparenz in der Vergabe herzustellen. Das andere wichtige Thema ist der Produzentenbericht. Da hat die Intendantin ja bereits angekündigt, dass der MDR genau das auch tun wird, dass wir quasi dann nach erfolgten Produktionen, nach Ablauf einer bestimmten Zeit, also genau auch zeigen, mit wem haben wir in welchem Umfang was produziert, was entfällt auf regionale Produzenten, was auf Tochterfirmen etc., also wo man ganz verschiedene Dinge ablesen kann. Und da wir ja mit quasi den Beitragsgeldern der Menschen hier aus Mitteldeutschland arbeiten, denke ich, ist es auch wichtig, dass man ihnen auch dann sagt, wie diese Gelder verwendet wurden. Sind Sie damit auch Vorbild für andere öffentlich-rechtliche Sender? Also ich fände es zumindest gut, wenn andere dem Beispiel folgen. Sie haben schon erwähnt, dass es gerade in so einer Ausprobierphase ist. Was haben Sie denn mit für Erfahrungen gemacht? Und mich würde auch interessieren, was Sie für Reaktionen bekommen haben auf dieses Ausschreibeverfahren. Also es ist schon sehr spannend. Zum einen natürlich war es für einige Redaktionsbereiche bei uns eine ganze Menge an Mehrarbeit, weil das Verfahren, wenn man es jetzt so nach streng nach Vorgaben durchführt, und das machen die Kollegen auch, dann ist das schon eine Menge Aufwand. Und zum anderen waren wir sehr angetan von vielen tollen Ideen, die wir bekommen haben. Und was am Ende natürlich ein bisschen wehtut, gerade wenn man weiß, es sind sehr viele gute Ideen da, es kann am Ende nur einer gewinnen. Und das ist manchmal schon etwas, was auch einem dann, wenn man das begutachtet, schon wehtut. Man weiß, ach, da wäre das und das noch gewesen, hätte vielleicht auch funktioniert, aber man hat eben nur einen Sendeplatz und man kann es nur einmal
vergeben. Und das ist auch nicht dann für die Produzenten nicht leicht, wenn sie am Wettbewerb teilnehmen. Sie haben natürlich die Hoffnung, ich gewinne. Sie investieren da auch einiges und am Ende ist halt auch die Gefahr, dass man eben leer ausgeht. Und das gehört halt auch dazu. Was wünschen Sie sich denn zukünftig für die Vergabe von Produktionen? Also natürlich generell, dass es eine sehr gute Partnerschaft gibt zwischen den Produzenten, gerade hier aus der Region und dem Sender, dass man bei Problemen auch miteinander ins Gespräch kommt, dass man versucht, diese Probleme auch gemeinsam zu lösen, weil es für uns, und wir leben ja vor allem auch von dem Fernsehen aus den Regionen hier aus Mitteldeutschland, dass wir eben da auch sehr gute Firmen und Produzenten haben, die uns auch dann die entsprechenden Programme gestalten, damit auch die Zuschauer zufrieden sind. Vielen Dank für die interessanten Einblicke, Prof. Dieter Jacobi. Danke. Dankeschön. Für das Gespräch.